zu einer weiteren Sendung, wie ich meine Kartoffel schäle. Nee, Spaß. Herzlich willkommen zu Schlag den Raab. Das dritte Spiel übrigens. Spiel 5. Und Spiel 5, ja. Buchstabensalat. Ach, das Spiel dauert wieder Stunden. Amen. Nun wollen wir mal euren Wortschatz und was ihr daraus macht testen. Ihr spielt abwechselnd. Die Buchstaben eines gesuchten Wortes müssen richtig zusammengesetzt werden. Ihr müsst den vorgegebenen Buchstaben an die richtige Stelle rücken. Wenn der Buchstabe richtig platziert wurde, dürft ihr den nächsten Buchstaben setzen. Wenn der Buchstabe falsch platziert wurde, ist euer Gegner an der Reihe. Wer den letzten Buchstaben des Wortes korrekt setzt, erhält den Punkt. Wer von euch als erstes 5 Punkte erreicht, hat gewonnen. Das nächste Wort beschreibt Marvin. Welchen Buchstaben wählst du? Ach, Dynamit. Korrekt platziert und somit darfst du weiterspielen. Hallo? Der Buchstabe ist an der richtigen Stelle. Du darfst weitermachen. Das ist richtig. Mach weiter. Das habe ich gerade voll im Blackout gehabt, Alter. Sehr gut. Weiter so. Gut. Du bist weiter dran. Marvin. Und damit bist du wieder allein. Der Punkt für dieses Wort geht an dich. Als nächstes suche ich Stefan. Triffst du ein Auto? Das ist so gänzlich falsch. Was? Was soll das für ein Auto sein? Nein, nein. Wagen, also am Ende ist Wagen. Hä? Richtig. Dann auf ein neues. Das war korrekt. Du hast noch einen Versuch. Richtig, richtig. Mache bitte weiter. Nee, beim besten Willen nicht. Fein. Sportwagen. Bravo, und gleich nochmal. Marvin, das war richtig. Aber bitte weiter. Natürlich, es liegt auf der Zunge, Sportwagen. Der letzte Buchstabe war richtig, somit Punkt an dich. Jetzt wollen wir ein anderes Wort für... Such dir etwas aus. Ich suche eine Unterlagenblätter. Falsch, das freut deinen Gegner. Was für Ding? Leider nein, dein Gegenüber darf jetzt einmal ran. Sehr richtig, deshalb darfst du nochmal. Aktenordner, nein! Somit darfst du weiterspielen. Stefan, der Buchstabe ist an der richtigen Stelle. Du darfst weitermachen. Wenn er jetzt doof ist, wüsste es, ne? Aber bei dem Typ weiß man nie. Du bist so dumm wie die Nacht, einfach dich alle. Akten. Marvin, sehr gut. Weiter so. Paul. Gut, du bist weiter dran. Und dann also wenn der Stefan jemand sein Hirn anschalten würde. Man würde es wissen, dass es Aktenordner richtig ist. Richtig aufgelöst. Das Wort umschreibt Wähle. Ich suche einen Bestandteil eines Autos. Stefan. Richtig. Dann auf ein neues. Was? Leider falsch. Dein Gegner ist nun dran. Falsch. Was? Ach du, irgendeine Minischraube bestimmt im Auto. Das ist leider falsch. Jetzt kommt dein Kontrahent dran.
Überall Schall, ne? Du hast noch einen Versuch. Hä? Du bist aber da immer noch nicht. Richtig, richtig. Mache bitte weiter. Schein? Schein? Scheinwerfer? Jetzt ist dein Gegner an der Reihe. Ja, gar nicht hingepasst, ne, KKG. Hä, was für ein Ding denn? Fein. Schaffst du das nochmal? Bravo. Und gleich nochmal. Was? Ich hab's immer noch nicht raus. Frontscheibe. Oh. Das war richtig. Oh. Aber bitte weiter. Oh, sag ich da nur. Sehr richtig. Deshalb darfst du noch mal. Ach ja. Hat einen Punkt, meine Güte. Gib mir etwas ab. Nun das ist ja ein anderes Wort für welcher Buchstabe? Wir suchen ein Gegenüber. Was? Gegenüber von mir ist der Chipsdüden. Das stimmt nicht. Keine Ahnung. Leider. Daneben. Mal sehen, was dann gegenüber kann. Der Stefan! Nein. Nicht richtig. Vielleicht kann es dein Kontrahent besser. Wir gehen jetzt mit dem hin. Korrekt platziert und somit darfst du weiterspielen. Spiegelbild! Stefan, der Buchstabe ist an der richtigen Och, Stelle. Nö. Du darfst weitermachen. Och, das leck mich ab, ich bin dran. Gut. Gänzlich falsch. Das Spiegelbild natürlich. Das ist richtig. Mach weiter. Ja. Du Arschloch. Spiegelbild. Sehr gut. Ich wollte eigentlich weiter den Buchstaben. Ach. Spiegelbild. Marvin. Gut. Du bist weiter dran. Doch geblickt. Und damit bist du wieder an der Reihe. Weil du mich ja gegenüber siehst, natürlich. Ach Gott. Punkt für dich. Richtig zusammengesetzt, beschreibt das nächste Wort. Batman. Was suchst du dir aus? Wir suchen einen militärischen Rang. General. Stefan. Richtig. Nee, General. Dann noch ein neues. Hä? Das war korrekt. Du hast noch einen Versuch. Das ist ein Rang. Sergeant. Stefan. Richtig, Sehr richtig. Sergeant. Mache bitte weiter. Das wird er jetzt ohne mich lesen. Das schaffst du am Anfang, was habe ich am Anfang? Dynamit? Wird er auch Sergeant vollenden. Bravo. Und gleich nochmal. Das war richtig. Aber bitte weiter. Da kann ich nichts machen, da kann ich nur zuschauen und mir den Kopf kratzen, weil da kann ich nichts machen. Sergeant. Richtig. Sucht einen anderen Begriff für. Nimm einen Buchstaben. Ich suche mal durchschnittlich. Durchschnittlich. Was? Was? Ich suche den durchschnittlichsten Ort Deutschlands. Was? 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 Nein, nein. Ich suche den durchschnittlichsten Ort Deutschlands. Korrekt platziert und somit darfst du weiter. Was für Ding? Nee. Was? Der Buchstabe ist an der richtigen Stelle. Du darfst weitermachen. H? Hassloch? Hassloch, da war ich schon mal, da liegt nämlich. Welcher Freizeitpark liegt da? Der Holiday Park. Hass. Marvin. Ist der, sehr gut. Meinen die jetzt, der wohnt zentral Deutschland nicht? Oder wird er am häufigsten besucht? Aber Hassloch wird er am häufigsten besucht.
Ich war da einmal, das war mit dem Angelverein, weil da der Holiday Park ist. Marvin, du kannst in der Nähe von Hasle. Und hast die sogar noch richtig platziert. Das Spiel. Vielleicht ist es Mitte von Deutschland, keine Ahnung. Wie sieht denn der Zwischenstand 13 aus? 13:2, ach, das Ding habe ich gewonnen. Sag ich euch jetzt schon, bin Vorhersager. Wir sehen uns im nächsten Teil.